Okay. So, wie heißt der? Andrew Miller. Ich wollte eine Kamera, bei dem Fall Schulle wieder stirbt. Wieso ich? Das. Andy meine ich. Arschloch. Arschloch. Oh, ich hab mir gar keine Taschenlampe mitgenommen. Klassiker. Ich glaube, ich mach die Taschenlampe bei. So, gucken wir mal. Andrew Miller, hallöchen. Sag mal, kann ich so früh überhaupt diese Dinger finden? Also so, Touchies und so? Ja, wenn du manchmal hinhörst, macht der Geist ja was. Der macht Türen auf, der macht Wasserhähne an und das kannst du sehen. Wenn das ein Geist ist. Oh, hier hat er was hingeworfen. Hier hat er was hingeworfen. Also, Besteck. Wo bist du? Hier. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Im Esszimmer. Also, zumindest habe ich eben hier irgendwas leicht poltern hören und ich würde sagen, das hat er hingeworfen. Och, Slate, es geht so, ne? Ein bisschen gruseln. Und ist nix. Quasi in meinen Geburtstag reinstreamen. Seit jetzt quasi 15 Minuten. So, Temperatur ist aber, na, obwohl hier Felze. Wir sind bei 15, 14. Andrew Miller, hallo. Andrew Miller? Wo ist die Temperatur am meisten? Ne, hier das steigt sie wieder. Leute. Na, hier sinkt die Temperatur auch. Zwar, wir sind doch weit über dem Gefrierpunkt, aber. EMF? Aber nicht auf 5. Aber wir haben EMF zwischen 3 Andrew und 4. Miller? Andrew Miller? Andrew Miller, hallo. Andrew Miller, zeige dich. Andrew Miller, hallo. Hier ist nix. Ich muss mal hier. Sehe nix. Dave, hast du die Cam? Dann komm mal runter. Ich fliege. So, Moment. Die mal hier auf diesen Schrank stellen. So ein bisschen so in die Richtung zum Esstisch blickend, so leicht. Andrew Miller, zeige dich. Andrew Miller? Haben wir die Dots? Nee. Also wir sind bei 7 Grad, also weit noch von Gefrier entfernt. Er war ja schon hier. Ja, aber hier hat doch schon wieder was geklimpert. Ja, das Besteck klimpert doch dauernd. Klavier, ich hallo? EMF-Ausschlag 3, 4 gehabt. 3 bis 4. Wo ist denn hier ein Klavier? Das heißt, er ist hier. Ja, hier ist ein Klavier. Ja, wo? Ich glaube, das hat David aufgefallen. Da ist das Ding. Na, hier wird es wärmer auf jeden Fall. Ich sehe schon wieder nichts. Oh, was Glück. Andy, gibt's dich noch? Ich hol die Dots. Ah, okay. Ich dachte, du wärst tot. Andrew Miller, rede mit mir. Diese Geisterbox ist doch für den Arsch. Andrew Miller, bist du hier auf dem Klo? So, wie geht das jetzt mit dem Hinlegen? F gedrückt halten und dann drehen mit der Maus.
Andrew Miller. Komm her, du Bastard. Hat einer von euch die Geisterbox? Jo. Aber ich habe schon ein paar Mal versucht, mit ihm zu reden, aber hier passiert nichts. Andrew Miller. Rede mit mir, hallo. Andrew Miller, wo bist du? Sitzt du auf dem Klo? Nee, da habe ich auch schon gefragt. Andrew Miller. Als Besteck rum, die Sau. Echt? Schämen sollst du dich. Pack's in eine Geschirrspülmaschine. Ja, aber nirgendwo ist irgendwie so Fingergedöns. Andrew Miller. Steht irgendwie. Oh, jetzt ist er mal auf 2. Ah, hat der Bewegungsmelder hingetan. Okay, das ist der Bewegungsmelder. Ich habe jetzt nochmal einen Bewegungssensor hingeknallt. Ich habe noch keine Geisterorbs oder den Geist selbst gesehen. Hm. Na, ich bis jetzt auch noch nicht. Sein. Oh, Bewegungsmelder, glaube ich, angeschlagen. Bewegungsmelder. Sehr schön. Das heißt, es gibt schon mal extra Punkte. Er hat gerade grün geleuchtet, das Ding. Also, na, hier auf dem, hier auf dem Monitor gab es auch so ein kleines Symbol. Unten in der Mitte. Okay. Aber den Geist selbst sehen wir nicht, ne? Ne. Vom Geist oder irgendein Orb, da jetzt auch wieder. Das war wahrscheinlich ein grünes Licht. Das heißt, wir können bei Beweise sagen, keine Dots-Projektoren, keine Geister-Orbs. Ich leg mal das Buch rein. Ja, kein EMF Level 5 hatten wir auch nicht. Und wie war das mit Gefriertemperaturen auch nicht, ne? Nee, das war auch immer über 5. Also niedriger als sonst im Haus, aber weit von dem Gefrieren weg. Okay, bis jetzt habe ich nur noch einen Poltergeist. Andrew Miller, schreib in das Buch. Es wird kälter. Andrew. Zeig uns, wie sexy du bist. Andrew Miller, Schreib in das Buch. Oh, Bewegungsmelder. Bewegungsmelder war aktiv. Da bist du. Jo. Oh, war wieder aktiv. Andrew Miller, schreib in das verdammte Buch. Oh oh. Oh oh. Da war doch panisch, die ganze Zeit einfach nur rechts gedrückt. Vorne. Ah, so bekloppt. Dave ist tot, Schulle. Kannst du nochmal nach dem Buch gucken und dann komm mal raus. Uiuiui. Ich weiß, ich hab's mitgekriegt. Ui. Also im Buch war nix. Okay. Das wäre jetzt aber nochmal ein Beweis. Aber wenn ich jetzt nach meinen Beweisen gucke, wir hatten kein EMF Level 5. Gut, ich habe den Geist noch nicht wirklich
aktiv gesehen, glaube ich. Aber ich habe einen Poltergeist. So, wir hatten kein Ultraviolett, ne? Wir hatten kein Geisterbuch. Kein EMF, keine Gefriertemperaturen. Wieso kann ich hier keinen Bewegungsmelder auswählen? Nee, der ist nur hier, guck mal, an die Tafel als Extraziel. Achso. Der ist nur ein Extraziel. Das Ding ist jetzt, also eigentlich für das, was ich da hab, den Poltergeist, bräuchten wir die Geisterbox, Ultraviolett und das Geisterbuch und wir haben gar nichts davon. Nee. Wir haben nur weggestrichen. Nur sagen, wir haben ja. Das ist die Frage. Was haben wir denn? Wir haben ja weder Geisterorbs noch Geisterbox. Da ist ja nichts. Das Buch. Doch, gib ihn her. Ja, habe ich auch gesehen, aber der Dings meinte, das wäre. Muss nur heißen, dass es niedrig war, aber nicht, dass es Gefriertemperaturen. Also, dass das so bei 0 Grad ist. Aber nicht, dass es sich um Gefriertemperaturen handelt. Ah, da hat er wieder. Da ist er. Sag sicher, hat ihn. Ach komm. Ja, Bewegungsmelder. Geilo. Och, Leute. Finde ich nicht gut. Die Zeit, bis der Geist wirklich jagt. Mehr ist das nicht. Ach man. So können wir nicht durch Wände gehen? Ah, aber durch Türen. Das geht. So, also ich weiß, wir hatten keine Gefriertemperaturen. Kein Geisterbuch. Nee, danke, aber lass mal. Wir wollen einmal erstmal ohne Hilfe gucken. So, Geisterorbs hatten wir auch die ganze Zeit nicht. Dann bin ich wieder. Nee, Revenant. Nee, halt, Moment. So hatten wir nicht. Hatten wir nicht. So. EMF Level 5 hatte Andy gesagt, hatten wir auch nicht. Ja, wobei er da halt auch. Ne, noch nicht. Was, wenn wir EMF 5 hätten, was wäre es denn dann? Dann wäre das. Dots Projektor. So, gucken wir noch mal kurz genau drauf. Aber da ist. Na, Bewegungsmelder. Chapeau. Schönen Dank. Aber kein Geist, kein Orb, kein Nischt. So, Geisterorb, Dotzprojektor weg. Dann passt das hier doch schon nicht. Laut der Liste habe ich jetzt gar nichts an Auswahl. Wir hatten keine Gefriertemperatur. So, das Thermometer hatte ich die ganze Zeit in der Hand. Das waren immer Plusgrade. Ich könnte höchstens jetzt nochmal rein und nochmal gucken, ob wir jetzt Gefriertemperatur oder EMF-Level hoch haben. Aber sonst, was sagt denn das Ding hier? Ah, ist jetzt auf 3 gerade. Hat er dabei 5 gekillt? Weil so wenig. Oh, 4. Alter. Hallo, da ist doch. Hallo, Kolde, da ist keiner. Es ist keiner im Haus. Was ist los mit dir? Ach, oh shit, nee, das EMF hat wer anders mit, ne? Das ist jetzt schade. Okay. Also, gucken wir einfach nochmal, ne? Im schlimmsten Fall gehe ich drauf. Was soll passieren? Der Irre geht echt nochmal rein. Ich glaub's gar nicht, wie schnell ich weg wäre, ey. Da liegt da der Andy. Ich wollte noch... Oh oh! Verdammt! Alter, okay.
Geil, ey. Mit einem Fuß war der hier drinne. In der Schule. Er war aber schon sehr aggressiv, der Kollege. Ein sehr aggressiv Fahrer. Ewig. Wie geil war das denn, ey? Mit einem einzigen Fuß warst du drin? Trink doch. Echt? Ein Dämon. Dämon. Keine Ahnung. Aber dasselbe, was Schulle hatte, hatte ich auch. Ich war kaum drin. Nicht. Also nicht ganz so schlimm. Bei Schulle war es ja wirklich ein Schritt. Tja. Und dann kam... Echt? Ja, ja, ja. Alter. Er hatte richtig Bock auf die Schulle. Richtig Bock. Ich merke das schon. Ja. Nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig Bock. Ich dachte, ich kann nochmal die Temperatur überprüfen oder sowas, aber nö. So, mal gucken. Geisterdämon, was ist denn bei dem? Hier gibt es ja eigentlich keine Knarren oder so, ne? Ultraviolett, Geisterbuch und Gefriertemperaturen. Davon hatten wir nichts.